Ja, hallo, wir haben hier unseren JBL Clip 5 Lautsprecher und in diesem Video wollen wir euch zeigen, wie man hier ganz einfach die Batterie erneuert, in dem Fall, dass die Batterie einfach nicht mehr auflädt oder die Batterie halt sehr kurze Lebenserwartung hat oder Lebenszeit hat und wir ständig wieder neu aufladen müssen. So, also zuerst mal nehmen wir hier mit unserem kleinen Schweizer Taschenmesser habe ich hier den Schraubendreher herausgeholt und da löse ich hier die vordere Verkleidung ab. Das sieht in diesem Video relativ einfach aus, liegt aber daran, dass ich das schon zum zweiten Mal mache. Das erste Mal hat es etwas länger gedauert, da hier das alles noch ein bisschen fester hängt in dem Fall. Oh, es geht aber relativ einfach, vielleicht so 2 Minuten und dann ist das Ganze schon lose. So. Dann sehen wir hier unter einiges an Schrauben und wir müssen hier nicht alle Schrauben lösen, sondern hier sind nur 5 Schrauben, glaube ich, dafür verantwortlich, die hier die Rückseite und die Rückabdeckung hier festhalten. Hier 4 von den Schrauben sind auch dafür da, um diesen Clip, diesen Metallclip hier festzuhalten. Und jetzt haben wir hier einen Kreuzschraubendreher und damit nehmen wir hier die 5 Schrauben heraus. Mit dem kleinen Schraubendreher habe ich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, die Schrauben zu lösen. Die sitzen noch sehr, sehr fest. Deswegen habe ich einen bisschen größeren Griff genommen, um hier ein bisschen mehr Druck ausüben zu können. Und dann haben wir hier jetzt schon die 5 Schrauben gelöst. Hier oben ist eine, dann hier rechts und dann hier einmal drumherum 5 Schrauben insgesamt. Und jetzt in dem Fall können wir jetzt nun hier die Rückabdeckung entfernen und dadurch wird dann erstmal unser Lautsprecher hier nicht mehr wasserdicht. Denn da, sobald wir hier den Deckel abnehmen, dann öffnen wir halt hier und dieses Siegel, die Versiegelung. Das Ganze geht relativ einfach. Ich nehme hier wieder meinen Schraubendreher, um hier einfach die hintere Abdeckung hier abzunehmen. Und hier sollten wir etwas vorsichtig sein, denn die Batterie hängt hier so ein bisschen mit drin. Also ein bisschen vorsichtig sein beim Abheben der Abdeckung. Und dann sehen wir hier unten bereits die Batterie hier in Gold und dann darüber. Dort sehen wir das Motherboard. Die Batterie ist natürlich mit dem Motherboard verbunden. Und der Stecker dafür liegt unglücklicherweise hier auf der Rückseite von uns aus gesehen. Das heißt, wir müssen hier erstmal diese 4 kleineren Kreuzschlitzschrauben hier entfernen, um das Motherboard rauszunehmen. Das habe ich hiermit schon gemacht und jetzt können wir hier das Motherboard vorsichtig, wirklich vorsichtig heraushebeln. Also aufpassen, dass wir keine Komponenten beschädigen, während wir das machen. Und wir nehmen das Board so heraus, dass wir erst auf der linken Seite das Board anheben und dann erst auf der rechten Seite, beziehungsweise dann auf der rechten Seite hier rausziehen. Denn das Board ist hier so ein wenig hinter der Verkleidung hier oder hinter der Abdeckung eingesteckt. So, dann gehen wir hier auf die rechte Seite und da sehen wir hier unten den Stecker für die Batterie. Der ist dort auf das Motherboard eingesteckt. Um das jetzt zu entfernen, halte ich zum einen hier diesen Sockel, der auf dem Motherboard hier festgelötet ist, den halte ich mir hier mit dem Daumen fest und dann der Stecker hat hinten so einen ganz kleinen Schalter, so einen kleinen Hebel quasi. In diesen Hebel drücken wir und dann können wir relativ einfach hier den Stecker abziehen. Ich zeige euch hier jetzt nochmal den Hebel, den können wir eben noch nicht sehen. Also jetzt, wenn wir das Ganze umdrehen, dann seht ihr hier diesen kleinen weißen Hebel. Wenn man da oben auf der Seite dran aufdrückt, dann löst er hier diese Verriegelung auf und dann ist es ganz einfach, diesen Stecker abzuziehen. So, dann können wir jetzt auch schon mal hier die Batterie jetzt ganz einfach entfernen. Hier ist jetzt auf diesem Moment, hier kann man hier keine Markierung sehen. Wahrscheinlich hier hinter dieser Schutzfolie ist der vorhanden, hinter dieser Schaumstoff, da ist wahrscheinlich die ganze Beschreibung für die Batterie. Zu diesem Zeitpunkt, wo ich das Video mache, finde ich auch noch keine Ersatzbatterie hier irgendwie auf Amazon oder so. Wenn ich einen Link dazu finde, dann werde ich den hier auf jeden Fall unten in den Kommentaren posten. Und dann könnt ihr dann den entsprechend hier dort die Batterie finden. Und dann die neue Batterie setzen wir einfach so ein, dass wir hier die Kabel unten an der unteren rechten Ecke haben. Und dann brauchen wir hier wieder nur noch den neuen Stecker hier einzustecken. Und dann auch den Hebel brauchen wir in diesem Moment hier jetzt nicht drücken.
aber nur darauf achten, dann nachdem wir den Stecker hier eingesteckt haben, dass das Kabel wirklich festsitzt, dass der Stecker festsitzt und ich später nicht irgendwie aus Versehen hier wieder herausfallen kann. Und dann wird das Motherboard wieder hier eingeschoben, zuerst wieder auf der rechten Seite, hier einfach unter, hier innerhalb des Gehäuses erstmal da unten reinschieben und dann können wir auch die linke Seite wieder einsetzen. Und dann haben wir oben zwei so kleine Löcher, zwei kleine Löcher, sehr dicht an den Schraublöchern. Und dort durch diese zwei Löcher, da müssen diese roten Pins, die wir da auch sehen, zeige ich euch gleich nochmal, nachdem ich hier erstmal die erste Schraube eingesetzt habe. Könnt ihr oben sehen, oben sind diese zwei roten Pins, die müssen durch das Motherboard durchgesteckt werden. Und unten finden wir auch nochmal einen dritten Pin. Also das heißt, sobald wir diese drei Pins durch das Motherboard durchgesteckt haben, dann sitzt das Motherboard halt richtig in dem Gehäuse drin und dann können wir auch alle vier Schrauben hier festziehen. So, als nächstes wird dann hier wieder die hintere Abdeckung aufgesetzt und da gucken wir, passen wir hier drauf auf, dass hier diese Dichtung hier, dass die wirklich fest noch in dem Gehäuse drin liegt. Denn wenn das nicht korrekt ist, dann wäre der Lautsprecher potenziell später nicht wieder wasserdicht. Sondern einfach hier die hintere Abdeckung wieder aufsetzen und dann diese fünf Kreuzschrauben wieder festziehen. Die ziehe ich auch sehr fest an, denn die waren ja auch aus der Fabrik schon sehr stark fest angezogen. Und dann prüfe ich hier nochmal, dass die hintere Abdeckung wirklich auch wie original, nur wie vorher, hier wieder fest ansitzt und dort nichts wackelt. Und dann einfach vorne noch als letzten Schritt hier den Grill wieder aufstecken. Das sollte relativ leicht gehen. Einfach aufpassen, dass der überall fest aufgedrückt ist. Und dann war es das auch schon für dieses Video. Und ich hoffe, diese Information war hilfreich. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann hinterlasst doch unten ganz einfach einen Kommentar.